Vielen Dank für die Anmoderation. Ich freue mich heute auch dabei sein zu dürfen. Und bisher waren es auch wirklich total spannende Vorträge. Sicherlich auch ein paar Diskussionsthemen, die wir wahrscheinlich jetzt auch vielleicht gleich gemeinsam ein bisschen diskutieren können. Kurz was zu meiner Person und zu unserem Unternehmen. Ich bin Teamlead bei Professional Service Team bei Staffbase. Staffbase ist eine Kommunikations- und Informationsplattform. Unsere Kunden nutzen uns zum Teil als mobiles Intranet, bis hin auch Kunden von uns zum kompletten Intranet. Ich persönlich habe in diesem Bereich sehr viele Berufserfahrung und habe viele Kommunikationsplattformen, Intranets, Digital Workplaces, was wir heute schon sehr oft gehört haben, selber aufgebaut und das auch mit den verschiedensten Technologien, sei es in der Microsoft-Welt, Drupal, Confluence, aber auch ein Jive-System, war jahrelang in dem großen Intranet-Projekt involviert, der Telekom, das You and Me, eines der größten Social-Intranets in Europa, und freue mich heute im Prinzip diese zwei Themen gemeinsam mal zu diskutieren und zu besprechen. Als erstes Thema Ergebnisse einer Intranet-Studie, die wir gemacht haben, die daraus ableitenden Top-Trends, die wir eigentlich vor allem für Intranet sehen, und dann halt natürlich auch nochmal einen kleinen Einblick in drei Praxisbeispiele von unseren Kunden DHL, Ermann und Geberit, die ich persönlich auch mit Partnern zusammen betreut habe und wo wir erfolgreiche Projekte gemacht haben. Ja? Ganz wichtig, wir haben eine Intranet-Studie durchgeführt, die erste größere Intranet-Studie überhaupt im Dachmarkt im November letzten Jahres bis Januar. Wir haben 167 Antworten bekommen. Das ist wirklich eine sehr große Resonanz. Das sieht auch, dass das Thema sehr, sehr entscheidend ist. Und ich möchte heute wirklich Ihnen ein paar erste Einblicke in die ersten Ergebnisse geben. Ganz groß werden wir die Studie veröffentlichen im April auf unserer Voices-Konferenz. Und heute kriegen Sie schon die ersten kleinen Insights und vor allem halt auch die Resultate und auch die Top-Trends, die wir daraus ableiten, und die Handlungsempfehlungen. Und hier sind wir schon beim ersten unserer Punkte. Mehr als 50% der Teilnehmer hatten im Prinzip sind unzufrieden mit dem Intranet. Das ist sehr klar hier zu sehen. Man sieht im Prinzip den Bereich, der im gelben und im roten Bereich ist. Und das ist im Prinzip etwas, was zurückzuführen ist auf das ganze Thema auch, wie wird das Intranet genutzt. Ja? Im Prinzip die Pandemie, Covid-19, hat ja dazu geführt, dass diese Intranets extrem an Bedeutung gewonnen haben. Ja? Das heißt, auf einmal war es im Prinzip das Wohnzimmer für die Unternehmenskultur von Organisationen, auf einmal der Kommunikationsflur, weil im Prinzip die Mitarbeiter zu Hause waren. Entweder sie haben von zu Hause gearbeitet oder sie waren wirklich gänzlich zu Hause. Das heißt, sie konnten gar nicht mehr arbeiten. Und damit hat das Intranet so an Bedeutung gewonnen, gerade in dieser Pandemie, dass auf einmal das wieder sehr stark gewachsen ist. Und das sehen wir hier auch in dem Fall bei BMW zum Beispiel. Ich sage mal, die Office-Worker waren von heute auf morgen zu Hause, konnten eigentlich relativ schnell wieder fleißig weiterarbeiten. Aber im Prinzip die Mitarbeiter, wo dann die Produktionsstandorte im Prinzip zugemacht worden sind, die Mitarbeiter waren von heute auf morgen zu Hause. Und es gab eigentlich keinen Kommunikationskanal, um diese Mitarbeiter zu erreichen. Ja, und im Prinzip war es da die größte Prämisse zu sagen, wir brauchen eigentlich einen schnellen, verlässlichen, internen Kommunikationskanäle an unsere Belegschaft, dass die halt nicht von den Newsportalen erfahren, okay, die Produktionsstandorte sind geschlossen, wann werden sie wieder geöffnet etc. Und hat auch die Unternehmenskommunikation als solches dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie im Prinzip man umdenken muss und wie kann man im Prinzip alle Mitarbeiter verbindlich erreichen. Ja, das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist dann auch nochmal ein bisschen sichtbarer geworden durch die Punkte, die dann auch die Teilnehmer genannt haben, warum sie unzufrieden mit dem Intranet sind. Das erste Thema, sie haben einfach nicht alle Mitarbeiter erreicht. Die Intranets waren teilweise komplett unübersichtlich. Das heißt, der Mitarbeiter wusste auch zum Teil gar nicht, wo er was an Informationen bekommt. Sie waren meistens nicht personalisiert und sie hatten kein Design. Und vor allem im Prinzip die Informationen waren gar nicht so relevant für die Belegschaft. Ja, das sind so die Top-Gründe gewesen. Und diese Schmerzen, die man mit dem Intranet hatte, die gab es vorher zum Teil schon. Die wurden halt aber durch diese Pandemie und durch diesen Druck, ja, im Prinzip mit allen zu kommunizieren, halt nochmal sichtbarer. Ja. Das zweite Thema ist, nur 17% aller unserer Teilnehmer haben mit ihrem Intranet wirklich alle Mitarbeiter erreicht. Und das ist das, was ich vorher gerade angesprochen habe. Das ist im Prinzip ein Großteil dieser Non-Desk-Worker, Blue-Worker, die Mitarbeiter, die im Prinzip keine Firmen-E-Mail-Adresse haben, die keinen Zugang haben zum System. Die hatten bisher maximal Zugang gehabt über Terminals. Wenn die Produktionsstandorte natürlich geschlossen sind, kommt man auch schlecht an die Terminals ran. Oder halt über eine gedruckte Mitarbeitermagazin, was quartalsweise rauskam, was aber natürlich überhaupt kein Medium ist für eine Echtzeitkommunikation. Und wenn wir darüber reden,
dass wir sagen, Non-Desk-Worker ist es sogar noch eigentlich schon eine ganz spezielle Use Case. Eigentlich geht es darum, dass wir im Unternehmen unterschiedliche Mitarbeiter haben, die unterschiedliche Touchpoints benötigen. Ja, das heißt, nicht jeder Mitarbeiter, ob er auch unterwegs ist, gegebenenfalls hat er auch einen Zugang zu einem Intranet-System, braucht aber trotzdem verschiedene Touchpoints, weil er halt an verschiedenen Systemen täglich arbeitet. Das heißt, auch ein Außendienstmitarbeiter bei der Telekom zum Beispiel hat im Prinzip natürlich Zugang zum internen System, ist aber unglaublich viel unterwegs, extrem durchgetaktet. Ja, der ist im Prinzip 8 Stunden am Tag, fährt er von einem Kunden zum nächsten Kunden und hat gar nicht die Zeit, im Prinzip den Rechner hochzufahren, sich in das interne Netz einzuloggen, im Prinzip sich die Informationen zu holen, muss dann erstmal die richtige Information suchen, sondern der muss ganz schnell ad hoc sehen, was ist für ihn relevant. Ja, sei es irgendwelche Störmeldungen, sei es ein direkter Austausch zum Disponenten etc. Und das macht er vor allem mobil. Ja, und ich glaube, das ist ganz entscheidend, wenn man sich zum Internet Gedanken macht, dass man den Mitarbeitern im Prinzip die Möglichkeit gibt, die Information da zu holen, wo sie sie brauchen und wo sie eigentlich den ganzen Tag unterwegs sind. Ja? Jemand im Vertrieb ist auch sehr viel mobil unterwegs und ich zum Beispiel, ich würde mich mal in die Kategorie Office Worker, Mitarbeiter einsortieren, bin halt sehr viel auch vor dem Rechner und wenn ich dort zum Beispiel meine wichtigen News zum Beispiel über Teams bekomme, wäre das halt auch optimal. Das heißt, wenn das Intranet als Kommunikationsmedium innerhalb von Teams angezeigt wird, dann gucke ich mir dort die wichtigsten Informationen und hole sie dort ab. Ja? Also das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Das fand ich hier sehr, sehr spannend. Ja, 50% sagen, dass Kollaboration kein Teil vom Intranet sein soll. Aber auch 50% wiederum sagen, sie planen es ist schon, oder ich bin mir gar nicht so ganz 100% sicher, wie ich mich dazu verhalten soll. Und das Spannende ist, das ist eigentlich eine philosophische Frage, die man sich stellen muss als Unternehmen. Und wichtig ist, dass man sich diese Frage stellt und dass man sich dort Gedanken macht. Ich glaube, vor 5, 6, 7, 8 Jahren wäre der Anteil derjenigen, die gesagt hätten, dass Kollaboration Teil vom Intranet ist, wäre der höher gewesen. Das hat sich auch, glaube ich, in den letzten Jahren stark geändert. Wichtig ist, ich glaube, es gibt hier kein richtig oder kein falsch. Es gibt verschiedene Strategien. Man sollte sich aber als Unternehmen dieser Frage definitiv auseinandersetzen und sich Gedanken dazu machen, was die bessere Strategie oder was die beste Strategie für das Unternehmen oder für Ihr Unternehmen ist. Weil das liegt ganz genau an dem Thema Social Intranets. Ja, also wenn ich heute auch viel über Digital Workplace gehört habe, Social Intranets, habe ja auch einige in meiner Vergangenheit eingeführt, habe unglaubliche Dashboards gebaut, als Hub war ja auch mal so ein Wort, wo man versucht hat, verschiedene Inhalte dort zu platzieren. 2 Themen sind entstanden mit diesen Social Intranets. Das erste Thema ist, das ganze Thema Zusammenarbeit, da ist Microsoft Teams vor allem sehr stark am Kommen. Und das wird im Prinzip Social Intranets als solches im Prinzip links liegen lassen. Das heißt, früher hat man Plattform abgebildet, Social Intranets, die im Prinzip Kollaboration, Wissensmanagement und auch Kommunikation abgebildet haben. Aber zum Teil war das halt auch so ein, ich sag jetzt mal, ein fauler Kompromiss. So, wir machen Kollaboration, wir machen ein bisschen Kommunikation, aber dann kam halt sowas wie Microsoft Teams, Slack, die halt einfach sehr, sehr stark in dem Bereich sind. Und das andere Thema ist, wenn Sie als Kommunikator im Prinzip haben Sie 2 Möglichkeiten. Entweder die Kommunikation als solches ist ein kleines Zahnrad in dem Sinne von einem digitalen Workplace, weil das ja ein ganz großes Thema ist und dann hat man da auch sehr, sehr viele Abhängigkeiten. Oder, und das war halt das große Thema bei den Social Intranets, der Kommunikator war auf einmal der Prozess-Owner von dieser gesamten Plattform. Das heißt, er war der Anforderungsmanager von Kollaboration, von Prozessen und damit ist das ganze Thema Kommunikation und Information, das Befähigen von dezentralen Redakteuren und Champions, leider ein bisschen nach runtergefallen und war nicht mehr ganz im Fokus. Und diese Frage sollte man sich definitiv stellen, wenn man darüber nachdenkt, in Zukunft, in diesem Jahr, nächsten Jahr, ein Social Intranet, ein Intranet, eine Kommunikationsplattform einzuführen. Wo soll die Reise hingehen? Was mache ich? Worauf möchte ich fokussieren? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, was wir mitgenommen haben, das war nur ein kleiner Einblick auf diese Studie. Die ganzen Details kommen dann halt im April. Sehen wir folgende Internet-Trends 2021. Das erste ist, mehr Reichweite und Relevanz erzeugen. Das haben wir heute, glaube ich, in den Beiträgen auch unglaublich gehört. Ja, Reichweite heißt, alle Mitarbeiter erreichen und nicht nur alle Mitarbeiter erreichen, sondern die Mitarbeiter an den verschiedenen Touchpoints erreichen. Das nennen wir halt Multichannel. Ja? Und vor allem Relevanz erzeugen. Das heißt, die Inhalte müssen für die Mitarbeiter relevant sein
Und das erreicht man vor allem dann, wenn man im Prinzip dezentralisiert. Das heißt, Inhaltsverantwortlichkeit von der Zentrale abgibt halt auch an die dezentralen Bereiche und auch Standorte. Und der zweite Punkt, klare Trennung zwischen Intranet und Kollaboration. Kollaboration wird von Mitarbeiter zu Mitarbeiter unterschiedlich interpretiert. Ne? Kollaboration für einen Außendienstmitarbeiter bei der Telekom oder bei einem Post- und Paketlieferanten bei der DHL ist eine andere Art oder arbeitet anders mit Kollegen und Kolleginnen zusammen, als ich als Office Worker im Büro, der viel mit, ich sage jetzt mal, Whiteboards arbeitet, viel in Teams unterwegs ist, mit Planungstools arbeitet. Das ist eine ganz, ganz andere Welt. Und dort sollte man lieber auf die guten Tools setzen. Und da ist Microsoft sehr, sehr gut oder G Suite. Und sich auf das Wesentliche fokussieren als Kommunikator, nämlich auf die Kommunikation und Information. Und das dritte Thema hatte ich gerade schon gesagt gehabt, wirklich zu sagen, nicht nur alle erreichen, sondern die Mitarbeiter dort erreichen, wo sie erreicht werden möchten und wo sie auch den Großteil ihrer Arbeit am Tag unterwegs sind. Sei es in Teams, da kann es aber auch sein, dass es ein Terminal ist, es kann aber auch sein, mobil ist ein Touchpoint oder halt auch der Desktop, ja, wenn ich den ganzen Tag vorm Rechner sitze und dann im Prinzip dort halt auch Notifications bekomme. So, das heißt, das war ein kurzer Einblick in unsere Studie. Und jetzt möchte ich auch noch ganz kurz was zu drei Praxisbeispielen erzählen. Und bevor man das erzählt, und das ist das, was ich nochmal mitgeben wollte, es gibt aus meiner Sicht, aus unserer Erfahrung auch mit unseren Kunden, drei verschiedene Intranet-Strategien in Zukunft, wenn man sich zumindest mit diesen Fragen, die wir zuvor hatten, auch mit den Trends auseinandersetzen möchte. Das erste ist, man führt im Prinzip, man hat ein bestehendes Intranet-System. Wir haben aber im Prinzip einen gewissen Anlass. Hier sehen wir ganz links das Beispiel Telekom. Ich selber habe auch dort mal eine Telekom-App, Mitarbeiter-App eingeführt, basiert auf StaffBase für den kompletten Außendienst, mittlerweile für den gesamten Technikbereich der Telekom, ca. 40.000 Mitarbeiter. Und für die war es unglaublich wichtig, dass wir einen mobilen Kanal haben für die, wo wir die größte Transformation der Telekom kommunizieren konnten, als halt auch operativ unterstützen können in der Zusammenarbeit zwischen den Disponenten und den Außendienstmitarbeitern. Das heißt, das ist eine Strategie, die man sagen könnte, man macht erstmal einen zusätzlichen Kanal, man pflegt gegebenenfalls Inhalte auch doppelt, aber man hat eine höhere Reichweite und eine bessere oder höhere Relevanz. Ja? Das zweite Thema, was wir in der Mitte sehen, ist das Newsportal für alle Mitarbeiterinnen neben einem Intranet. Ja, hier sehen wir im Prinzip das BayWa-Intranet. Eine Ergo ist einen ähnlichen Case gegangen. Die haben halt gesagt, wir müssen echt sein, wir müssen eine Marke sein, wir müssen schneller kommunizieren, wir wollen die Aufwände reduzieren mit diversen Anpassungen von News, wenn man die halt auf verschiedenen Technologienbasis bereitstellen muss. Ja, also es gibt ja auch nicht nur ein Intranet bei größeren Unternehmen, sondern ganz viele. Ja, und da war das erste Ziel das, dass man sagt, wir wollen alle erreichen, schnell, authentisch und halt auch mit Dialog. Und dann hat man gesagt, okay, wir brauchen einen Kanal, eine StaffBase-App und auch Desktop-Version, wo wir im Prinzip alle News aller Gesellschaften bereitstellen. Und dann springen die Mitarbeiter in die verschiedenen Intranet-SharePoints noch ab, die es durchaus noch gibt. Ja, und die werden dann einfach Schritt für Schritt später überführt. Aber zuerst hat man zumindest eine Kommunikationsplattform und Dialogplattform und auch Informationsplattform, gerade wenn es um Covid-19-Informationen geht, Handling auf Arbeit, Richtlinien und so weiter. Und hat im Prinzip damit erstmal den größten Schmerz gelindert, dass man halt relativ schnell die Belegschaft erreichen muss, ja, und so eine Informationsfluss sicherstellen kann. Und ganz rechts, das ist dann so, dass ich würde mal sagen, das wesentliche Intranet, das Intranet 2021, mit dem Fokus auf das Wesentliche. Und das ist Kommunikation und Information, ja, und nicht Kollaboration. Und da sehen wir zum Beispiel, werde ich auch nachher im Detail ein bisschen was zeigen, von MAN oder auch von Geberit, die eben genau in diesen Schritt gegangen sind, die im Prinzip eine Kommunikation- und Informationsplattform anbieten, dort alles steuern über verschiedene Touchpoints und Kollaboration dann komplett in der Microsoft-Welt oder in einer Google-Welt vorhanden ist. Und dann im Prinzip über Integration die Welt miteinander verknüpfen. Erstes Beispiel DHL. DHL hatte eine große Herausforderung. Sie hatten de facto keinen Kommunikationskanal für die 300.000 operativen Mitarbeiter vor 3 Jahren. Da haben wir vor 3 Jahren gestartet mit einem kleinen Piloten. Und das Ziel ist diese App jetzt, und wir sind gerade mitten im Rollout, an alle 500.000 Mitarbeiter international auszurollen, in 200 verschiedenen Ländern und mit mehr als 25 Sprachen. Ja? Wir haben aktuell jetzt schon knapp 80 Länder und sind schon bei den 25 Sprachen. Und das Entscheidende war, das war diese mobile App, war das Intranet oder das erste Intranet für alle operativen Mitarbeiter international.
Wir haben es geschafft, mit dieser App im Prinzip auch Sprachbarrieren zu überwinden. Das finde ich zum Beispiel mit eines der schönsten Sachen in so einer Plattform, dass man im Prinzip, sage ich jetzt mal, nutzergenerierte Inhalte hat, aber auch Unternehmensnachrichten, Division-Nachrichten oder lokale Nachrichten. Die Mitarbeiter können kommunizieren und auf einmal können auch Mitarbeiter aus Deutschland einen Kommentar beantworten von einem Kollegen aus England oder aus China, indem man im Prinzip einen On-Demand-Translation-Service nutzen. Wir nutzen da Microsoft Azure. Das ist echt schön zu sehen, wenn auf einmal Mitarbeiter miteinander kommunizieren können, ohne sich Gedanken zu machen, versteht er mich jetzt oder nicht. Ja, weil nicht jeder ist auch perfekt in Englisch, ja, und auch gerade die asiatischen Länder und Kollegen und Kolleginnen haben immer so eine Hemmschwelle, sich auch zu äußern. Und da haben wir ganz stark gemerkt, dass das echt wichtig ist für so eine Plattform und auch den Dialog über die Länder hinweg fördert. Ja? Das th nächste Thema ist, und das glaube ich ist ganz, ganz wichtig, wenn wir über diese Größe nachdenken, Komplexitätsreduzierung durch zum ersten Personalisierung. Das heißt, Mitarbeiter bekommen aufgrund von Attributen automatisiert Inhalte zugespielt. Das heißt, ich sehe Informationen über meine Division, über meinen Standort. Und wenn ich Führungskraft bin, zum Beispiel auch noch Führungskräfte-News oder wenn ich Teil eines Projektes bin, halt auch von dem Projekt. Ja? Und im Prinzip die Einfachheit. Ja? Das heißt, eine App zwingt auch Kommunikatoren und Intranet-Verantwortliche einfacher zu denken, weil man ja im Prinzip die Komplexität von einem Social Intranet ja nicht auf eine App übertragen kann und auch nicht sollte, ja. Und das zwingt halt auch im Prinzip einfach zu bleiben. Und was, glaube ich, auch noch wichtig ist, und das habe ich bei größeren Technologien festgestellt, es muss ein unglaublich leichtes, bedienbares Content-Management-System sein, weil die dezentralen Redakteure, Champions, Multiplikatoren, die machen das nicht täglich. Das heißt, die arbeiten zum Beispiel auch nicht täglich mit einem SharePoint oder mit diversen anderen Systemen. Die machen das neben ihrem normalen Job. Und da muss es ganz, ganz einfach sein, dort Inhalt zu generieren, weil man damit auch sicherstellt, dass dieser Inhalt relevant ist. Ja, weil die wissen ja im Prinzip, was die Mitarbeiter benötigen an Informationen. Und da darf es kein größeres, komplexeres Redaktionssystem sein. Und vor allem, und das ist ganz wichtig, die nutzen zum Beispiel nur die mobile App nicht nur für das Konsumieren, sondern auch für das Erstellen von Inhalten. Das heißt, es muss auch möglich sein, Inhalte natürlich mobil zu erstellen. Zweites Beispiel, Geberit sind erst vor kurzem gelauncht, freue ich mich sehr. Haben wir auch Zeit nochmal im Webinar, wo dann nochmal mehr Insights kommen, für ca. 12.000 Mitarbeiter, 40% Non-Desk-Worker, 80 Segmente. Das heißt, wir haben 80 Zielgruppen, an die wir zielgruppenspezifische Inhalte ausspielen. Und die haben diesen einen Schritt sofort gemacht, indem sie eine Kommunikations- und Informationsplattform für alle Mitarbeiter, egal ob Office oder Non-Desk-Worker, geschaffen haben. Ja? Aber auch das erste Mal Zugriff überhaupt für die Mitarbeiter in der Produktion. Das hatten die vorher nur über Terminals und jetzt halt auch auf das komplette Intranet für sie relevante Informationen, mobil als auch über den Desktop. Auch sie haben gesagt, wir grenzen uns ganz klar von Kollaboration ab. Das heißt, alles, was jetzt in der Information- und Kommunikationsplattform ist, das neue Intranet, JIN heißt das, ist komplett losgelöst von der Kollaborationswelt, weil die findet de facto statt in Microsoft und mehr in Teams, nachdem das immer größer ausgerollt ist. Und was halt schon sehr wichtig ist, die neuen Arten der Interaktionsmöglichkeiten über Kommentare und Social Walls, weil oft wird ja Social Intranets gleich in Kombination gebracht mit Social Intranets und Communities und so weiter. Und für viele Unternehmen ist das noch echt Neuland, auch diesen Dialog zu fördern und zu fordern, indem man halt Kommentare ermöglicht und Interaktionen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das haben sie halt auch mit dem neuen Intranet geschafft. Drittes Beispiel, MAN. Circa 40.000 Mitarbeiter in 6 Ländern, 10 Werke und schon einige Kommentare. Hier war die Strategie Evolution statt Revolution, habe ich mir immer früher gerne gesagt. Das heißt, MAN hat mit einer App gestartet, neben einem Intranet. Das heißt, die hatten ein Intranet für alle Office-Worker und haben dann angefangen, am Standort München für die 8.000 Mitarbeiter in der Produktion als auch im Büro eine Mitarbeiter-App einzuführen und haben dann im Prinzip sukzessive das alte System Intranet abgelöst mit unserem neuen System. Das heißt, wir sind dann seit November letzten Jahres nicht nur die App, sondern das komplette internationale Intranet für alle Mitarbeiter. Sie haben es geschaffen, ja, die Seiten zu reduzieren von 5.000, die es vorher gab, auf 600, was ich echt gut finde für ein Intranet für 40.000 Mitarbeiter international. Zusammenarbeit
erfolgt in Microsoft Teams. Und das Spannende ist in dem Fall auch die komplette Navigation, und das ist, glaube ich, ganz wichtig für ein Intranet. Der Mitarbeiter braucht einen Kompass, wo er die Inhalte findet, ist komplett zielgruppenspezifisch. Aber der Mitarbeiter hat, wenn er möchte, Zugriff auf alle Informationen, die trotzdem im Intranetsystem abgelegt sind von verschiedenen Standorten. Aber es ist immer erstmal sein Standort sichtbar, seine Division und seine HR-Themen oder People-Themen sozusagen. Ja? Das Letzte ist auch ganz wichtig, mit dem neuen Format, auch Mobile-App, kann man halt auch neue Formate ausprobieren. Ja? Das heißt Video, Podcast. Und das Schöne ist, durch die Fokussierung auf ein Standardprodukt, keine großen Konzeptionen und Entwicklungsaufwände, kann sich auch eine Kommunikation viel mehr auf das Wesentliche konzentrieren, auf die Zielgruppen und Personas. Das sind ja zwei verschiedene Themen, die man einfach beleuchten sollte und immer im Hintergedanken haben sollte. Und aber auch das ganze Thema, wie schaffen wir Storytelling rein, was sind die Bedürfnisse von den Mitarbeitern? Das kam in den alten Intranet-Projekten oftmals viel zu kurz, und jetzt kann sich im Prinzip eine Kommunikation viel mehr darauf fokussieren, wenn sie halt auf Standardprodukte setzen, weil im Prinzip vieles an IT und Entwicklung und Customizing gar nicht mehr notwendig ist. Hier mal ein Beispiel, wie das auch aussehen kann. Wir haben hier eine Informationsseite von dem Werkstandort bei MAN, in dem Fall Nürnberg. Und das Spannende ist, früher hat man Intranets gebaut mit diesem Shop-Window-Character, das heißt auch am besten alle Informationen auf einer Seite, und sobald man scrollen muss, sollte man gegebenenfalls eine neue Seite anlegen. Das hat dazu geführt, dass man unglaublich viele Seiten auf einmal hatte, und das ändert sich halt auch, indem man halt ein Intranet aufbaut, auch mit Fokus auf mobil, ja, weil die Seiten per se länger werden, das sehen wir hier rechts. Man hat viel mehr Inhalte auf einer Seite. Es hat aber aus Nutzersicht einen riesen Vorteil. Nämlich Komplexitätsreduzierung. Das heißt, wo wir vorher 15 oder 20 Seiten hatten zu einem Thema, haben wir jetzt nur noch eine Seite. Der Mitarbeiter muss gar nicht lange suchen. Er kann dorthin navigieren, er kann natürlich suchen. Und er weiß, an dieser Stelle finde ich alles, was zu diesem Thema für mich relevant ist. Also das heißt, das ist ein riesengroßer Vorteil. Und wir haben jetzt auch die ersten User Acceptance Tests gehabt bei vielen Kunden, die halt gesagt haben, die Seiten können durchaus noch länger sein. Das ist gar kein Problem, weil wir finden es richtig schön, dass die Navigation einfach ist, die ganze App oder das gesamte Intranet sehr einfach ist und wir eigentlich gar nicht lange suchen müssen, um Inhalte zu finden. Ja? Hier nochmal ein Beispiel, wie das für einen Geschäftsbereich aussehen kann im Engineering. Ja? Das heißt, wir haben Templates definiert zentral, denen wir den Redakteuren zur Verfügung gestellt haben, auch mit Guidelines. Und dann hat man im Prinzip nach und nach solche Seiten im Prinzip aufgebaut und gestaltet. Und hier auch nochmal ein Beispiel, dass halt das Schöne ist, dass man auch sagen kann, diese Informationsseiten sind auf dem Desktop sichtbar, auch durchaus anders vom Layout und Design. Und die wichtigsten Informationen finde ich auch mobil abrufbar, halt auch komplett in einer anderen Darstellung hier, zum Beispiel rechts über Akkordeon-Widget, und links sind die komplett aufgeklappt. Und ich habe hier zum Beispiel auch Office-Integration vom SharePoint. So, wichtig auch ist, das haben wir aber vorher auch schon gesehen bei der Metro, so ein Launchpad, das heißt Absprünge in die digitale Arbeitswelt, in HR-Themen, Workday, SAP, alles, was so im System oder was in der Unternehmenskontext relevant ist, und vor allem halt auch hyperpersonalisiert. Das heißt, sind hier nur Sachen sichtbar, die für mich relevant sind. Das heißt, bei MAN gibt es so circa 400 Verlinkungen in andere Systeme. Der normale Nutzer sieht aber maximal 25. Ja? Und er sieht vor allem auch nur Inhalte, die für ihn relevant sind, vor allem auch mobil oder im Desktop. Ja? Das heißt, wenn ich vom privaten Endgerät was aufrufe, dann wird das vielleicht gar nicht gehen, weil es eine interne Anwendung ist. Dann brauche ich sie auch mobil gar nicht anbieten, sondern halt nur im Desktop auf gemanagten Geräten. Und halt auch hier die Microsoft-Integration in die Microsoft-Welt für die Mitarbeiter, die im Office-Bereich tätig sind. Das heißt auch, man kann definieren, das ist nur sichtbar für die, die auch eine Office-Lizenz haben. Für die Mitarbeiter, die halt keine Office-Lizenz haben, was sehr üblich ist im Non-Desk-Worker-Bereich, die würden die Inhalte dann auch gar nicht sehen. Das war hoffentlich ein kleiner Einblick. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Wenn welche da sind, dann jetzt gerne. Ansonsten hier auch nochmal eine Werbung für unsere Webinare. Also es sind tatsächlich einige Fragen jetzt gekommen. Okay. Ich versuche es irgendwie schnell abzuhandeln, beziehungsweise, gut, ich meine, auf der einen Seite ist auch klar, durch die Trennung jetzt bei Ihnen auch zwischen, ich sage jetzt mal, Intranet und Collaboration oder eben auch vielleicht auch anderen Tools, ist auch klar, dass da jetzt die Datenintegration da jetzt auch nicht direkt stattfindet in der App, sondern die App wirklich als Kommunikationskanal genutzt wird. Wenn ich es richtig verstanden habe. Eine Frage ist jetzt, wie viel Mitarbeiter, wenn man das sagen kann, von DHL diese Plattform als Kommunikationskanal schon nutzen?
Also wie viele Redakteure? Ja, also es sind, glaube ich, das Kernteam natürlich die Unternehmenskommunikation und dann haben wir halt natürlich internationale Redakteure. Das sind aktuell noch 200, stetig wachsend. Ja, das sind unsere Champions, das sind die Standortniederlassungsleiter in Deutschland, sogar 46 Standorte. Das steigt ja jetzt noch. Also wir sind jetzt, also wir sind ja im Rollout, wir sind schon von den Zahlen viel, viel höher. Wir haben jetzt schon weit über 100.000 Nutzer und das wird ja stetig immer mehr. Und so viel sind tätig. Bei der MAN sind sogar 200 internationale Redakteure, die diese Seiten pflegen. An den sechs Standorten. Ja, da kommt jetzt nochmal der Einwand des Publikums, also die User sind gemeint, aber was haben Ach Sie eben, so, glaube ich, gerade gesagt, ja. 100.000 sind es ja schon circa. Und das stetig wachsend. Genau. Ja, Wenn genau. die und Ziel ist es jetzt, diese Plattform wird jetzt auch ausgebaut zum Internet. Das heißt, wir haben, was wir bisher hatten als primäre Fokusgruppe, die Non-Desk-Worker 300.000, wird in Zukunft die gesamte Belegschaft im Fokus sein. Und dann reden wir halt über 500.000. Und wie werden Ansprechpartner dann in der App dargestellt? Gibt es da überhaupt noch Abteilungsseiten und sowas? Also es gibt Seiten, es gibt Topic-Seiten und dort sind die Ansprechpartner, die fachlichen Ansprechpartner abgebildet. Das kriegt man, dass man halt auch weiß, ähnlich bei Personal, wenn man für Azubi zuständig ist, werden die dort abgebildet, die wird es weiterhin geben. Ja, das heißt, das sind Informationsseiten, die wir als elementar sehen, die für alle relevant sind oder für eine gewisse Zielgruppe. Die sind natürlich Teil des Intranets. Das heißt, wir haben bloß gesagt, die Kollaboration, alles, was innerhalb von Personaldepartments, Compliance-Departments passiert, wenn die halt Sachen erstellen, das passiert in Teams. Und wenn das aber im Prinzip Arbeitsrichtlinien sind, Benefits, Compliance-Regeln, die müssen natürlich ins Internet. Die sind natürlich Teil von unseren Informationsseiten mit den Ansprechpartnern natürlich. Ja. Wird die App dann auch tatsächlich zur Kommunikation der Mitarbeiter, ja, ich sage es mal, untereinander genutzt oder ist es quasi ein Kommunikationskanal mehr so top-down? Nee, es ist top-down und natürlich auch operativ. Also in der Telekom sehr operativ, auch in der DL, der Chat zum Beispiel haben wir ja auch. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil für die. Für die operativen Mitarbeiter ist es sogar oftmals der zentrale digitale Arbeitsplatz. Das, was wir in Office und Teams sehen, ist für den operativen Mitarbeiter einfach diese eine Social Wall, eine Team Wall, wo die im Team kommunizieren. Das heißt, für die ist es natürlich auch zum Teil größtenteils auch operativ, neben den emotionalen Meldungen, gerade zu Covid-Zeiten oder halt auch das Bild, was sie hochladen vom Termin heute, super schöner Kunde gehabt, hat mich riesig gefreut. Das sind natürlich dann auch die Sachen, wo die meisten reingehen und kommentieren und liken und lesen dann parallel halt die News. Ja.